Wie grün sind deine Blätter? Du grünst nicht nur zur Sommerzeit, nein, auch im Winter, wenn es schneit. O Tannenbaum, o Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter? Da gibt es natürlich noch ein Weihnachtslied, liebe Kinder. Das kennt ihr vom Kindergarten. Ja, lass den frohen Montag sein. Naja, das ist ja Nikolaus. Ich bin ja der Weihnachtsmann. Kling, Glöckchen, klinge, klinge, kling. Kling, Glöckchen, klinge, klinge, kling. Kling, Glöckchen, kling. Lasst mich ein, ihr Kinder. Ist so kalt der Winter. Öffnet mir die Türen, lasst mich nicht erfrieren. Kling, Glöckchen, klinge, klinge, kling. Kling, Glöckchen, kling. Schön. Sagte mal, könnt ihr denn ein Gedicht vortragen oder ein Lied? Ich kann ein Gedicht. Bitte, trag's vor. Lieber aufstehen. Lieber guter Weihnachtsmann, ich weiß ja, wer du bist. Heute bist du Weihnachtsmann und morgen fährst du mich. Bravo, schön. Wer noch? Wer noch? Pascal, du, oder? Pascal? Advent. Advent. Advent, komm. Eine kleine Terze April. Ja, komm, weiter. Lukas, du kannst. Eine. Ja, kannst du auch, oder? Willst du Geschenke haben, oder? Ein kleines, schön, prima. So, nun will ich mal von euch ein bisschen was erzählen, wie ihr das ganze Jahr so wart. Na, die Geschenke sind nicht für euch, für jeden, keine Ahnung für wen. Wir schauen da mal. Hier gibt es eine Denisa. Ja. Denisa. Steh mal auf. Steh mal auf. Denisa, ich will dir kurz was erzählen. Du bist ein hilfsbereites Mädchen. Wenn ich was sage oder wenn deine Mutter was sagt, hört sie. Aber was mir und deine Mutter nicht so gut gefällt, Denisa, du sollst weniger sicken und weniger Messomix trinken. Das ist ungesund, Messomix. Und du sollst immer schön lieb sein. Das musst du dem Weihnachtsmann versprechen. Sonst gibt es nächstes Jahr weniger Weihnachtsgeschenke. Versprichst du mir das? Gut, aber süß. Dann komm mal her. Komm mal zu mir, dann machen wir mal ein Foto. Na? So. Schön, ne? Dann haben wir natürlich den Janni. Janni. Janni, genau. Ja, was ich so gut fand von dir, du passt immer schön auf deine kleine Schwester auf und du kannst auch ganz lieb sein, wenn du möchtest. Mach weiter so. Der Weihnachtsmann und deine Familie haben dich sehr lieb. Aber was dem Weihnachtsmann und natürlich deine Mutter nicht so gut gefallen hat, ja, was soll ich da jetzt sagen? Du sollst ab jetzt für die Schule lernen. Ja, das ist nämlich sehr wichtig. Und du solltest in der Kita und zu Hause immer schön lieb sein und hören, wenn man dir etwas sagt. Weniger sicken und akzeptieren, wenn man dir was sagt. Versprichst du dem Weihnachtsmann das? Was musst du ändern? Was musst du ändern? Lieb sein. Immer lieb sein. Und was wichtig ist, ab sofort für die Schule lernen. Na, dass du mal ein guter Junge wirst. Weil im Sommer habe ich gehört, habe ich mit deiner Kindergärtnerin gesprochen, dass du in die Schule kommst. Freust du dich denn schon? Ja. Ja? Prima. Ich wünsche dir schon mal frohe Weihnachten. Jetzt machen wir natürlich auch ein Foto. Komm her. Na? Mach mal eine Rentierglocke. Ah. So.
Prima. Schön. So, dann haben wir den Castell hier. Castell? Da. Da, Linda. Ja. Ja. Gut, komm mal vor. Oh, Jesus Maria. Zu dir. Du bist immer gut auf der Arbeit, arbeitet und viel fleißig. Mach weiter so. Weniger rauchen. Also mach das. Und deine Frau Respekt oder Respekt behandeln und mehr im Haushalt helfen, ja? Machst du mir. Machst du nächstes Jahr. Das verspreche ich. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Ja? Wollt ihr ein Foto noch? Ja. Ja, komm hier. Brauchst du jetzt sitzen. Ja? Schön. Ja, dann haben wir die Susan hier. Susanne. Oh, Susanna. Susanna. Stell dir vor, so ein Weihnachtsmann. Sunny. Sunny. Spitzname Sunny steht ja auch hier.